Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 13 und zwar für die Handelstage vom 25.03. bis 29.03.2019. Wir sind wie gewohnt auf dem YouTube-Kanal von JFD. Mein Name ist Markus Klebe und wir wollen uns natürlich hier in dieser Analyse den Märkten DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold widmen wollen. Hier das Big Picture uns anschauen, welche wichtigen Widerstände und Unterstützungen waren in der vergangenen Handelswoche wichtig. Es war ja doch wirklich ordentlich Volatilität hier in den Märkten auf der Aufwärts- wie auf der Abwärtsseite. Das gab eine Menge Chancen zum Handeln und wir wollen uns natürlich das Ganze dann anschauen, was könnte hier in der kommenden Handelswoche dann eben wichtig sein an Widerständen und Unterstützungen, beziehungsweise welche Kerntendenzen könnten uns gegebenenfalls hier in der kommenden Handelswoche erwarten. Bevor wir das tun, erstmal wie gewohnt an dieser Stelle der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von JFD, der jfdbank.com, muss man ja jetzt sagen. Informationen dazu dann kommende Woche. Also auf der Website jfdbank.com, beziehungsweise landet ihr natürlich immer noch auch mit der Website jfdbrokers.com hier entsprechend auf der Website. Also wenn ihr Fragen habt, gerne dann auf die entsprechende Website gehen. Und apropos Website, da switchen wir jetzt auch direkt mal hin auf die Website von JFD Bank, der jfdbank.com. Hier habt ihr eben die Möglichkeit, nochmals, ich habe es schon des Öfteren erwähnt, kostenlos Aktien zu handeln. Ihr habt hier auf dieser Website rechts so einen Button, kostenlos, wenn ihr dort mit der Maus drüber geht, dann habt ihr hier nochmal ein zusätzliches Fenster. Wenn ihr dort draufklickt, kommt ihr auf eine entsprechende Unterseite, alle Informationen dann zum Handel, zum kostenlosen Handeln mit physischen, reellen Aktien. Könnt ihr dann da entsprechend nachlesen. Tut euch da keinen Zwang an und macht das natürlich, denn hier kann man eine ganze, ganze Menge Geld sparen und somit natürlich schlussendlich seine Performance nochmals pushen. Auch wichtig auf dem YouTube-Kanal von JFD, entsprechend unterhalb dieser Analyse, wenn ihr hier ein wenig nach unten scrollt auf den Button Show More oder Mehr Anzeigen klickt, dann kennt ihr das hier, wie gewohnt, der DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold. Hier die Märkte, über die ich spreche, sind hier aufgelistet, dahinter entsprechend eine Zeit Angabe. Wenn ihr also die DAX-Analyse zum Beispiel euch nicht anhören wollt, sondern direkt zur S&P-Analyse springen wollt oder direkt zur Euro-US-Dollar-Analyse, dann klickt einfach hinten auf diese Zeitangabe und ihr landet in der Analyse entsprechend direkt dort, wo ich dann anfange, über diese jeweiligen Märkte zu sprechen. Ich würde mich natürlich auch nach wie vor riesig darüber freuen, wenn ihr weiterhin diesen Videos einen Daumen nach oben gebt, somit hier dem Kanal weiterhin helft, nach vorne zu kommen, mehr Leute zu erreichen mit Analysen zu den entsprechenden Märkten. Wir switchen mal, was ich vergangene Handelswoche am Anfang vergessen habe, aber diese Handelswoche ist es nicht ganz so wichtig. Es kommen kaum Dinge, die entsprechend wichtig sind. Auch in der vergangenen Handelswoche waren erstmal ein paar Dinge von meiner Seite nicht ganz so als wichtig erachtet. Gerade dann der Einkaufsmanager-Index hier am Freitag, der dann doch den Märkten etwas Schwung auf der Unterseite gab. Von daher hier am Donnerstag dann harmonisierter Verbraucherpreisindex. Ich lehne mich mal nicht so weit aus dem Fenster und sage, der ist nicht wichtig, aber grundsätzlich ist er auch nicht ganz so wichtig. Dennoch sollte man natürlich hier darauf schauen. Dann eben auch am Mittwoch um 9 Uhr EZB-Präsident Mario Draghi spricht. Da sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Dann am Donnerstag 13.30 Uhr Bruttoinlandsprodukt annualisiert. Das auch nicht ganz so unwichtig. Und dann war es das. Hier steht zwar noch am 29. März Brexit-Tag, UK verlässt die EU. Das ist ja nun erstmal aktuell nicht so. Es wurde eher aufgeschoben. Somit sollte uns das Brexit-Thema in der kommenden Woche erstmal nicht nennenswert interessieren. Wir werden sehen, wenn dort Informationen kommen, werden wir uns das natürlich in den täglichen Livestreams anschauen. Nach wie vor, dann aber letztmalig in der kommenden Handelswoche, ist es so, dass alles, was aus Amerika rüber schwappt, inklusive der Wirtschaftskennzahlen, inklusive der US-Markteröffnung, alles nochmal eine Stunde eher, denn wir stellen ja erst nächstes Wochenende dann zum Ende März hier unsere Uhr dann auch auf Sommerzeit um, dann ist es wieder wie gewohnt, 15.30 Uhr die US-Markteröffnung. In der kommenden Handelswoche wird das dann eben nach wie vor noch um 14.30 Uhr der Fall sein. Also das so die wichtigsten Punkte bezüglich der Zeitumstellung und der Wirtschaftskennzahlen, da kommt in der kommenden Handelswoche nicht ganz so viel. Wir switchen mal ganz kurz, wir scrollen hier mal nach oben, auf die Analyse des DAXes der Vorwoche, denn da schauen wir ja immer mal so ein bisschen drauf, was hatten wir denn überhaupt gesagt für die Vorwoche und was haben wir schlussendlich daraus machen können, beziehungsweise was hat der Markt schlussendlich gemacht. Ich schiebe das mal so ein bisschen rüber, mal gucken, ob wir das hier noch ein kleines bisschen größer kriegen und schiebe mal die Analyse hier ein kleines wenig rüber. Also, wir hatten für die kommende Handelswoche erstmal so in
etwa den Bereich um die Marke 528 als richtungsentscheidend auserkoren. Wir haben gesagt, alles, was darüber stattfindet, ist erstmal grundsätzlich weiter mit dem Vorteil behaftet, dass es hier auf der Aufwärtsseite vorangehen kann. Das hat der Markt dann auch erstmal so getan. Ich nehme hier nochmal mein Zeichenwerkzeug. Also wir hatten zum Anfang der Handelswoche hier eben die Long-Seite auf dem Schirm und ihr seht das hier, wir konnten dann auch zum Beginn der Handelswoche, das war dann hier am Dienstag, wirklich einen extrem guten Trade auf der Aufwärtsseite machen. Wir haben im Livestream DAX Long oder Short am Morgen hier dann direkt quasi das Tagestief erwischt und ich habe dann im Livestream US Opening Bell am Nachmittag, also annähernd wirklich bis auf anderthalb Punkte, das Tageshoch erwischt, um hier eben das Geld auf der Aufwärtsseite zu verdienen, so wie wir es in der Analyse angenommen haben. Hier oben den Bereich um die Marke 840, das war der Zielbereich. Ich habe diesen etwas konservativer gewählt, also bin hier nicht ganz mit dem aggressiven Ziel herangegangen und somit habe ich dann bedingt durch die Big-Picture-Analyse, wo ich mir am Wochenende ja immer Gedanken mache, was kann mit dem Markt passieren, welche Bereiche sind denn hier dann eben wichtig, gegebenenfalls für die kommende Handelswoche, erstmal schon mal auf der Aufwärtsseite gutes Geld verdienen. Dann ging der Markt runter. Wir zeichnen mal hier drüben ein. Also der Markt ging wieder in Richtung 528 und dadurch, dass wir vorher dann hier ja auch wirklich so stark waren, haben wir die richtungsentscheidenden Bereiche dann eben auf Tagesbasis auch etwas angepasst, sodass wir dann relativ zügig auch zwischenzeitlich dann immer schon mal wieder auf der Abwärtsseite unsere Gedanken hatten. Auch der ein oder andere in den Livestreams hier auf der Abwärtsseite Geld verdienen konnte und dann auch gerade am Freitag hier die Abwärtsseite gar nicht so verwunderlich war, denn unterhalb von 528 haben wir hier in der Analyse gesagt, da kann es durchaus gen Süden gehen und der Markt schaffte es fast in den Bereich um die Marke 300. Hier eben hatten wir das auch angenommen, dass der Markt in den Bereich um die Marke 300 laufen kann. Er ist nicht ganz bis 300 gelaufen, aber auf jeden Fall sehr, sehr tief mit Momentum und hier war es wirklich interessant. Ich hatte hier leider im Dow Jones habe ich ein paar Pünktchen auf der Abwärtsseite verdienen können am Freitag. Grundlegend war ich aber nicht massiv auf der Abwärtsseite unterwegs, aber wir hatten ja hier in den Livestreams besprochen diesen VXX, den wir hier unten offen haben. Da können wir auch gleich mal kurz drauf schauen. Der eben der Volatilitätsmarkt, ja, und da konnten wir sehr, sehr gutes Geld verdienen, denn der ist eben aufgrund der Volatilität auf der Abwärtsseite dann am Freitag recht gut angesprungen. Also, der Grund, Kerngedanke für die vergangene Handelswoche, der war gar nicht so verkehrt. Und man kann natürlich dann mit diesen Gedanken, die wir hier uns am Wochenende machen, dann natürlich auch in den Folgewochen oder in der darauffolgenden Woche gegebenenfalls dann auch ganz gutes Geld verdienen, wenn man das sich so ein wenig annimmt und vor allem eben auch die wichtigen Bereiche annimmt. Und das machen wir jetzt für die kommende Handelswoche. Dafür schiebe ich das Bild mal ein kleines bisschen zusammen. Und wir sehen natürlich jetzt erstmal rein charttechnisch, ich nehme erstmal die ganzen Trades hier wieder raus, eben war ja noch der Trade der Vorwoche dort zum Zeigen. Jetzt wird das alles unübersichtlich. Also, wir sehen natürlich jetzt hier, was der Unterschied zur vergangenen Woche ist, dass diese Aufwärtsbewegung, die hier erstmal grundsätzlicher Natur stattgefunden hat, dass wir jetzt hier einen charttechnischen Bruch haben. Das hatten wir hier auch schon mal. Ja? Hier war so der Bereich um die Marke 11.000, 11.040, das letzte markante Tief. Das wurde nach unten durchstoßen, danach ging es weiter nach oben. Hier ist das letzte markante Tief, der Bereich um die Marke 420. Das wurde nach unten durchstoßen. Es kann genauso sein, dass wir wieder nach oben ansteigen. Also diesen Punkt, dass wir wieder nach oben gehen, das war in der Vergangenheit schon mal so, also nicht in der weiten Vergangenheit, sondern hier einfach vor ein paar Wochen. Da haben wir dann sowas auch schon mal gemacht, obwohl der Markt eben wirklich relativ sauber aufwärts tendierend ist. Wobei auch der DAX ja etwas schleppender aufwärts geht als der S&P. Der S&P hat ja ganz sauber vergangene Handelswoche neue Bewegungshochs ausgebaut. Das war ja auch sehr, sehr interessant. Auch sehr, sehr interessant zum Handeln. Das war ja auch ein Punkt, den wir in der Analyse uns angeschaut haben. Der DAX ist auch gen Norden gelaufen, aber eben nicht so extrem, wie es hier schlussendlich dann der S&P zeigte. Wobei wir im DAX natürlich auch neue Jahreshochs ausgebaut haben. So, also wir sind unter diese 420 gelaufen. Das ist natürlich jetzt auch ein wichtiger Bereich. Ich würde sogar hier diesen richtungsentscheidenden Bereich noch etwas nach oben anpassen. Ich würde hier nicht den 528er Bereich nehmen, der in der vergangenen Handelswoche wichtig war. Das ist ja diese Zone gewesen. Ja? Dass man jetzt sagt, okay, solange der Markt darunter bleibt, das ist natürlich auch denkbar. Also man kann auch gerne die 528 nehmen. Ich persönlich werde mich hier etwas anpassen, vorsichtig anpassen und sagen, wir haben hier, schaut mal, wir haben hier so ein kleines Tief, das wurde auch in der vergangenen Handelswoche dann mal kurz getestet. So, zack, hier, seht ihr, ne? Und dieser Bereich, das ist so,
was ist das hier, so 460 in etwa, ja, 11.460, das sollte für mich für die kommende Handelswoche so der richtungsentscheidende Bereich sein. Also alles, was darunter stattfindet, idealerweise sogar unterhalb von 420, ich zeichne das auch gleich nochmal ein, sollte hier erstmal für die Abwärtsseite sprechen. Wir müssen auch gleich auf den S&P schauen, denn der ist an einem sehr, sehr wichtigen Bereich, der ist exakt an dem richtungsentscheidenden Bereich, den wir in der vergangenen Analyse angenommen hatten, 2.800. Ja, da müssen wir auf jeden Fall drauf schauen. Der sollte dann auch unter 2.800 rutschen, um im DAX hier weiterhin die Abwärtsseite annehmen zu dürfen quasi, weil wir so ein bisschen auf den US-Markt, muss man natürlich dann immer schauen. Aber wenn da die Vorzeichen dann weiterhin auf Rot stehen, dann kann es sein, dass sich hier auf jeden Fall der DAX auch weiter mit Momentum auf der Abwärtsseite bewegen kann. Und das zeichnen wir jetzt mal ein, welche Gedanken hier für die Abwärtsseite sprechen sollten von den wichtigen Bereichen und welche oder ab welchem Bereich dann hier entsprechend dann eventuell es wieder auf der Aufwärtsseite laufen kann, so wie es dann eben hier, was haben wir da, Anfang April dann quasi, nicht Quatsch, Anfang April ist schwachsinnig, Anfang Februar ist das hier, wo wir dann gen Norden gelaufen sind, nachdem der Markt doch ein bisschen mit Momentum nach unten ging. Das kann, wie gesagt, jetzt auch passieren. Deswegen gibt es zum einen den Bereich, wie gesagt, um die Marke in etwa 460, das sind hier diese zwei Tiefpunkte, ja, der für mich persönlich richtungsentscheidend ist. Allerdings nehme ich natürlich auch den Bereich um die Marke 528 hier nicht so als ganz unwichtig an. Also der Bereich ist für mich trotzdem wichtig. Was einfach bedeutet, zwischen 460 und 528 bin ich grundsätzlich etwas vorsichtiger mit generellen Handlungen. Ja, denn die Oberseite, die Aufwärtsseite wird wirklich erst so richtig schön wieder interessant, wenn der Markt wirklich dann über die 528 läuft. Ich würde nur ab 460 ein bisschen vorsichtiger sein, dann auch die Abwärtsseite zu handeln. Denn unter 460 ist es ja wirklich durchaus kein Problem. Der Markt kann sich ein wenig erholen, vielleicht in Richtung 420. Da haben wir ja wirklich hier in der Vergangenheit des Öfteren eben diesen Test von der Oberseite gehabt. Warum nicht jetzt auch der Test von der Unterseite, um dann entsprechend weiter gen Süden zu laufen? Wir sehen ja hier, dass wirklich diese generelle letzte Aufwärtsbewegung hier in diesem Bereich, ja, dieser letzte Move, der kann schon durchaus sich schnell wieder gen Süden ziehen. Das wäre dann so in etwa die 220, beziehungsweise auch relativ zügig in 100 in den Richtung, in den Bereich 11.165. Also dieser Rutsch auf der Unterseite ist durchaus denkbar. Vielleicht nicht zwingend direkt alles am Montag. Also dass wir jetzt hier nochmal so viel Druck auf der Unterseite sehen. Klar, alles ist möglich, alles ist machbar. Gerade die Unterseite ist im DAX ja auch gerne immer mal genommen oder wird eben gerne dann ausgebaut. Aber ich würde jetzt hier erstmal so ein bisschen konservativer herangehen und sagen, okay, also 220, 230 am Montag, wenn wir hier die 420 erwischen, ja, um dann vielleicht infolgedessen am Dienstag oder Mittwoch gegebenenfalls sogar noch weiter in Richtung 165 zu rutschen. Und dann kommen einfach unsere Unterstützungen, die wir aus der Vergangenheit kennen. Ihr erinnert euch, 11.044, ihr erinnert euch dann natürlich dann auch die Marke 11.000. Und dann geht es relativ zügig. Hier unten hat man ja nochmal so eine Schiebezone, wo es dann reingehen kann. Das ist dann der Bereich um die Marke in etwa 10.900 und so weiter und so weiter. Aber hier nochmal so als wirklich ATR-Hinweis. Wir sehen zwar, dass erstmal grundsätzlich die ATR jetzt hier auf 4-Stunden-Basis angestiegen ist, natürlich mit dem Momentum auf der Abwärtsseite. Das ist ja auch das, was wir hier dann im VXX quasi ausgenutzt haben. Somit dann auch auf Tagesbasis die Tagesschwankung etwas angestiegen ist. Aber man sollte jetzt hier nicht von dem Extrem der Extreme ausgehen und sagen, okay, wir sind jetzt hier so stark gerutscht in der vergangenen Handelswoche, wir packen jetzt direkt nochmal so einen riesen Schritt hier ran. Ich würde erstmal ganz vorsichtig sagen, der Bereich um die Marke 11.000, das ist realistisch, das ist erreichbar und darunter würde ich erstmal vorsichtig sein. Das muss der Markt erstmal schaffen. Wir sind übergeordnet nach wie vor aufwärts eigentlich mit so einem kleinen Ausreißer aktuell. Die US-Märkte sind noch an wichtigen Bereichen. Da ist Stärke drin und es ist nicht auszuschließen, dass wir eben weiter gen Norden laufen. Also jetzt hier den zweiten Weg wählen und nicht die Abwärtsseite, wie wir sie jetzt besprochen haben, sondern dass der Markt sich dann schlussendlich doch wieder gen Norden bewegt. Und wie gesagt, hier wird es wichtig. 460 in etwa bis 528 etwas vorsichtiger sein. Bewegt sich der Markt wieder über 528. Dann schnell wieder in Richtung 675 und dann geht es natürlich auch relativ zügig gegebenenfalls hier wieder in Richtung der aktuellen Jahreshochs, die da ganz knapp oberhalb von 11.800 liegen, weil wir da oben ausgestiegen sind mit der Long-Bewegung, weiß ich, dass das Hoch hier in der CFD-Indikation in etwa 11.823 ist. Also, das jetzt da
dann die Gedanken, die ich für die kommende Woche für den DAX habe. Erstmal natürlich durch den Druck auf der Abwärtsseite. Abwärtsseite denkbar, übergeordnet, aber kann es sein, dass wir auch schnell wieder gen Norden drehen. Somit ist hier die Aufwärtsseite auch nicht auszuschließen. Hier unten mehr die Abwärtsseite. Und wenn wir wieder Stärke bekommen, dann wäre für mich hier viel mehr die Aufwärtsseite dann wieder interessant. Wir schauen auf den S&P, den ich ja gerade schon mal angesprochen hatte. Denn der hat eben jetzt auch natürlich einen auf den Deckel bekommen. Wir haben hier erstmal sehr, sehr volatil in der vergangenen Handelswoche agiert im S&P. Ihr seht das hier, es war erstmal grundsätzlich die Annahme, dass der Markt oberhalb dieser 2800 die Aufwärtsseite weiter inne hat. Ja, und somit entsprechend auch zum Beginn der Handelswoche immer wieder, auch wenn es leichte Abgaben gab, immer wieder die Aufwärtsseite entsprechend interessant war. Bewegungstiefs knapp ausgebaut worden sind, die Aufwärtsseite. Bewegungstiefs knapp ausgebaut wurden, die Aufwärtsseite. Und erst zum Ende der Handelswoche, eigentlich primär nur der Freitag, der zeigte dann extreme Schwäche, ja, und das kündigte sich auch vorsichtig so ein bisschen an, denn man muss natürlich dann die richtungsentscheidenden Bereiche im Endeffekt dann anpassen. Wir haben dann mit der 2825 gearbeitet und gesagt, okay, am Freitag unter 2825 ist es eben denkbar, dass wir in Richtung, wir hatten dann gesagt 2808, da war noch so ein offenes Gap hier, dieser Bereich, ja, und dann ist der Markt sogar in den Kernunterstützungsbereich 2800 nochmal gerutscht. Also das war gar nicht so sonderlich verwunderlich, dass hier entsprechend der S&P dann sogar auf der Abwärtsseite abgegeben hat und auch der ein oder andere im Livestream dann entsprechend dort Geld verdient hat. Und hier war eben unser interessanter Trade, das zeige ich jetzt mal, was wir sonst gar nicht so machen, aber schaut immer mal auf diesen VXX, ja, Stichwort VIX als Markt, ja, googelt das gerne mal. Und wenn die Märkte abgeben, wenn hier Volatilität aufkommt durch Abwärtsbewegungen, dann steigt dieser Markt ganz gerne an. Und hier hatten wir in den Livestreams drüber gesprochen, dass ich hier anfange, Long-Positionen aufzubauen, die sich dann am Freitag recht gut entwickelt haben und ich hier dann eben auch recht gut aus dieser Position herausgekommen bin. Und zwar im Markt auf der Abwärtsseite am Freitag nicht so viel Geld verdienen konnte, aber entsprechend dann hier zum Beispiel nochmal Geld rausziehen konnte aus dieser Abwärtsbewegung. So, was ist jetzt hier wichtig im S&P? Und schauen wir mal diesen ganzen Markt uns an. Ich denke mal, jeder, der sich dieses Bild jetzt hier anschaut, ja, und ich mache den Pfeil mal etwas dicker. Moment, wo ist die Maus? Hier. Also, wirklich Frage. Jetzt ist der Markt da oben so ein bisschen angenockt. Ja, wir sind wieder zurück in Richtung 2800 gelaufen. Ist das charttechnisch sonderlich schlimm? Schaut mal auf die Bewegungen, die der Markt grundsätzlich in der Vergangenheit des Öfteren getan hat. Wirklich, man muss sich, ist das schlimm? Ist das viel? Schauen wir mal hier, schauen wir mal hier, schauen wir mal hier. Zack. Ja, immer wenn der Markt abwärts sich bewegte, in der Aufwärtsbewegung, ist er bis jetzt immer wieder nach oben gekommen, ist weiter sauber aufwärts gelaufen. Was haben wir jetzt hier? Wir haben eine Abwärtsbewegung. Klar, es kann immer die letzte Aufwärtsbewegung gewesen sein und der Markt ändert jetzt seinen Kerntrend und wandert auf einmal nur noch gen Süden. Das kann immer passieren. Das weiß natürlich keiner. Aber die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Male, vielleicht auch das sechste Mal, fand der S&P, die US-Märkte, wieder die Wende, sind an wichtigen charttechnischen Bereichen wieder gedreht und teilweise sind sie dann sogar sehr, sehr sauber wieder gen Norden gelaufen. Das Gleiche haben wir ja gerade im DAX eben im Endeffekt so ein bisschen besprochen. Und da wir in der vergangenen Handelswoche eigentlich diesen Bereich um die Marke 2800 als richtungsentscheidend auserkoren hatten, ist dieser natürlich jetzt auch nach wie vor noch wichtig. Und wenn wir jetzt hier mal einen grünen Pfeil ranzeichnen, einfach, zack, 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 wäre das charttechnisch unsauber? Ja, vielleicht so ein bisschen, ja, weil wir jetzt hier unter dieses letzte Tief gerutscht sind. Aber das bedeutet nicht, dass jetzt hier die Alarmglocken sofort nur noch auf Rot stehen sollten, sondern ja, wir sind abwärts, ja, das kann sich auch weiter gen Süden ausbreiten. Aber wer sich auch das Volumenprofil so ein bisschen anschaut, der sieht, dass hier in dieser Zone, auf die wir jetzt mehr oder weniger hier aufdippen, schon eine ganze Menge Volumen in der Vergangenheit stattgefunden hat. Solch Bereiche auch gerne erstmal wieder als Reaktionsbereich dienlich sind. Und dann müssen wir sehen, wie der Markt mit dem Bereich 2825 umgeht und dann natürlich mit den nächsten Widerständen 2845 und entsprechend dann auch mit den Bewegungshochs, mit den Jahreshochs und so weiter. Also, ich würde hier erstmal vorsichtig direkt, ich würde hier sogar direkt sagen,
2800 ist für mich am Anfang der Handelswoche erstmal richtungsentscheidend. Bewegt der S&P sich weiterhin darüber, würde ich erstmal vorsichtig, allerdings wirklich konservativ, vorsichtig die Aufwärtsseite versuchen. Erneut in Richtung 2825. Hier wird es dann wieder wichtig. Schafft der Markt das bis dahin? Ist das erstmal gut? Ist das erstmal interessant? Dann müssen wir so ein bisschen vorsichtig sein, wie verhält er sich hier mit der 2825? Sobald wir darüber sind, ist weiterhin alles grün. Weiterhin wäre das interessant für mich zum Kauf. Wenn hier allerdings starke Reaktionen stattfinden und der Markt relativ zügig wieder in Richtung 28 runterbricht, dann sind die Alarmglocken relativ stark auf rot. Denn dann zeigen wir eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs. Aktuell haben wir nur einen Schwung abwärts. Ja? Das sagt erstmal noch gar nichts aus. Aber wenn der Markt eben keine Stärke mehr findet, sogar am nächsten Widerstand anfängt abzuprallen, Momentum nach unten zeigt, dann, wirklich dann, wäre hier noch mehr als direkt es wirklich interessant, dann ab 2800 auf die Abwärtsseite zu setzen. Weil dann ist es nicht auszuschließen, dass sich hier ein ähnliches Momentum, Moment, es sollte jetzt ein Fall werden, dass sich ein ähnliches Momentum wie der vergangenen Handelswoche dann wirklich hier nochmal weiter gen Süden ausbreiten könnte. Denn schaut euch das Ganze mal an, diese letzte Bewegung, die hier stattfand in diesem Bereich, in den Bereich runter 2737, die ging relativ zügig. Ja, der Markt muss erstmal durchkommen hier bis in 2781er Bereich. Das ist ja wirklich so eine Zone, wo wir des Öfteren waren. Aber es ist dann, gerade wenn wir 2825 nochmal anlaufen und dann nochmal nach unten wegbrechen, dann ist das hier denkbar, dass sich schnell Momentum aufbaut. Etwas anders sieht es aus, wenn wir direkt hier Schwäche sehen. Also wenn sich diese Bewegung vom Freitag am Montag direkt weiter nach Süden so ein bisschen ausbreitet, dann darf man nicht vergessen, dass hier schon eine ganze Menge Abwärtsmomentum drin ist. Dann darf man nicht vergessen, dass hier eben so eine Schiebezone schon mal in diesem Bereich stattgefunden hat. Das kann bedeuten, Montag kann der Markt gerne noch mal kurz tiefer dippen. Ja? Warte ich dann erstmal ab, ich würde Montag nicht direkt verkaufen wollen. Ne? Ich schaue mir das Ganze an, geht jetzt unter 2800, will ich weder kaufen noch verkaufen, dann schaue ich mal, wie der sich darunter verhält, wie der sich mit dem Bereich in Richtung 2780 verhält. Gut, wenn er im Strich dort durchrutscht, ja gut, dann verpasse ich halt einen Trade auf der Abwärtsseite, würde mich aber nicht jucken. Geht der Markt dann aber am Montag, nachdem er vielleicht nochmal neue Bewegungstiefs ausgebaut hat, wieder über 2,8, dann kommt meine Long-Seite zum Tragen und das Setup für die Long-Seite. Ja? Unterhalb, direkt unterhalb, gehe ich einfach mal davon aus, dass die Schwäche aktuell in den US-Märkten noch nicht so stark ist, dass er hier im Strich durchgeht. Wenn ja, dann sind wir natürlich unterhalb dieser Zone, unterhalb von 2781, dann auch relativ zügig mit den Gedanken hier auf der Abwärtsseite dabei. Ja, das kann sich dann hier unten wirklich relativ zügig ausbreiten. Ihr seht, wir haben hier auch noch so ein offenes Gap vom 22.2. Schauen wir gleich nochmal, also hier kommt auch nochmal so ein Gap, können wir in den Livestreams dann besprechen, was durchaus auch nochmal als zieldienlich sein könnte und dann würde sich hier die Abwärtsseite zeigen. Sprich, 2800 richtungsentscheidend, alles was da drüber ist, primär weiter long, primär erstmal von der Aufwärtsseite, bis wir uns vom Gegenteil überzeugen lassen vom Markt, rutschen wir darunter, dann oder direkt darunter, dann erstmal vorsichtig, erholen wir uns, sehen dann Schwäche, dann würde ich etwas aggressiver auf die nächste Welle auf der Abwärtsseite setzen. Also so das meine groben Gedanken hier für den S&P, aber wie gesagt, vergesst nicht, wir sind nach wie vor übergeordnet, aufwärts tendierend und es ist hier wirklich, ich würde auf jeden Fall auch erstmal noch davon oder nicht davon überzeugt sein, hier jetzt die großen Swing-Trading-Ideen auf der Abwärtsseite aufzubauen. Ja? Dafür muss der Markt einfach noch ein bisschen mehr zeigen. Vielleicht sprechen wir da, je nachdem, wie der Markt sich bewegt, in der kommenden Woche darüber oder vielleicht auch in zwei Wochen. Aktuell würde ich das jetzt für mich aus meiner Sicht noch nicht annehmen, denn hier ist aktuell Stärke nach wie vor drin und solch charttechnische Brüche mal kurz, das ist hier eigentlich von den Märkten grundsätzlich ganz normal. Wir gehen auf den Euro-US-Dollar. Und hier muss ich immer ganz tief einatmen aktuell, denn der Markt ist nach wie vor und ich wiederhole mich hier jede Woche. Es ist einfach so, weil ihr seht das auch im Chart, ich habe hier absichtlich nochmal den Tageschart erstmal dargestellt, was jetzt erstmal schön ist durch die Momentumbewegung, auch gerade am Freitag, wir sehen, dass hier unten so ein bisschen die ATR anfängt zu steigen. Ja, dass wir jetzt auch gleich, glaube ich, wir können das gleich nochmal messen, hier schon in Richtung 60, 70 mittlerweile wieder gehen. Also so ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Volatilität reinkommt, was ja erstmal wenigstens ein kleiner positiver Punkt ist. Aber
Der Markt baut weiterhin keine Trendbewegung auf. Wir hatten vorletzte Handelswoche Schwäche. Diese Schwäche hat sich nicht fortgesetzt, sondern ging in Stärke wieder über. Bis zum Freitag, Donnerstag, Freitag, dann hier wieder Schwäche. Mit Momentum sogar auf der Unterseite. Und es ist hier nach wie vor wirklich schwierig. Wir hatten so kleine Setups im Daytrading uns rausgesucht. Kleines Long-Setup nochmal hier in Richtung 14 und so weiter. Aber es ist nach wie vor wirklich schwierig, auch die Long-Seite vorher in Richtung 14 bzw. in Richtung 14,30. Das hat zwar funktioniert, man muss ja aber wirklich höllisch aufpassen. Denn es ist nach wie vor so. Bedingt einfach, da der Markt choppy ist. Der Markt ist choppy mehr oder weniger seitwärts. Er ist zwar jetzt aktuell in den letzten Wochen etwas volatiler, bricht auch so ein bisschen mal in die eine oder andere Richtung hier aus, ja, mehr auch nach unten, geht aber auch wieder stark nach oben. Ihr seht, die Pfeile sind wirklich ständig überlappend und das ist einfach kein Trend. Und es ist hier wirklich, außer im Scalping, wer eben darauf aus ist, wirklich kleine Bewegungen mitzunehmen, das ist eben nicht mein Stil zu handeln, sondern eigentlich will ich größere Bewegungen mitnehmen. Der ist hier einfach in diesem Markt fehl am Platze. Somit sollte man, wenn man handelt, und das werden wir uns so dann auch gleich anschauen, wirklich mit kleineren Bewegungen sich zufrieden geben. Also wenn man hier schafft, so 40 Ticks oder sowas mitzunehmen, dann ist man da schon recht gut mit dabei. Und das Ganze werden wir uns jetzt gleich anschauen, denn wir haben ja Momentum erstmal wieder auf der Abwärtsseite. Dem würde ich versuchen, dann auch erstmal vorsichtig wieder so ein bisschen zu folgen. Und wenn der Markt doch wieder Stärke sieht, dann wollen wir uns hier die konservativeren Ziele auf der Nordseite anschauen. Somit, wir messen nochmal ganz kurz die ATR. Die ist jetzt hier aktuell gestiegen auf 62, ja, oder? Ja, so um die 60. Also ist, wir hatten schon mal gute 40. Also hier ein bisschen Bewegung ist erstmal mit reingekommen und das ist ja erstmal nicht so schlecht. So, also 13,30 bis 14,30 ja unsere ewige Seitwärtszone. Wir sind aktuell unter 13,30. Bedeutet, dass es hier durchaus denkbar ist und ich würde jetzt hier auch mal den Bereich ganz knapp darüber noch annehmen wollen als richtungsentscheidenden Bereich. Wir sehen hier, dass der Markt hier ganz knapp oberhalb dieser 13,30 eigentlich noch so ein bisschen wichtigeren Bereich hatte in der letzten Zeit. Somit ist der Bereich, ja, das ist ja auch nur die 35, also das ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend, den würde ich für die kommende Handelswoche erstmal vorsichtig als richtungsentscheidend annehmen. Für die Unterseite, wir sehen, dass wir hier schon mal, wir hatten ja schon mal so Ziele in der Trading-Woche-Analyse hier auserkoren, der Markt hat das Ziel, was wir hier schon mal hatten, auf der Unterseite jetzt nochmal exakt getestet, wäre jetzt durchaus interessant, folgende Gedanken, der Markt steigt zum Beispiel jetzt hier nochmal ein Stück weit an, in diesen richtungsentscheidenden Bereich für die kommende Handelswoche und rutscht nochmal in den Bereich. Das wäre hier, Moment, ich zeichne es mal als grün ein, das wäre hier zum Beispiel so eine Trade-Überlegung, die ich mir mal anschauen würde. Vielleicht dann auch, wenn man es ja sich leisten kann, hier vielleicht noch den Trade ein wenig laufen zu lassen, dass man darauf setzt, dass der Markt vielleicht eine Stufe tiefer geht. Ich würde hier nicht zu aggressiv wählen, sondern dass der Markt hier in den Bereich 12,30 in etwa rutschen könnte. Das würde es auch erlauben, dass man gegebenenfalls hier nochmal etwas tiefer, vielleicht nicht gleich, wenn der Markt eröffnet am Montag, aber wenn er hier vielleicht nochmal so ein Stück runter geht und hier so ein bisschen dümpelt, ja, dass man dann vielleicht auch etwas, also man muss dann nicht an der 13,30 verkaufen, sondern man kann dann durchaus auch in dem 13er-Bereich, 1,13er-Bereich hier die Abwärtsseite handeln in Richtung 12,30, ja. Da hat man dann schon Bewegungen, die sich auch realistisch innerhalb von 2 Tagen, 3 Tagen durchaus ausbauen können. Etwas Schwäche hier weiterhin reinkommt mit der Schwäche der letzten 2 Handelstage hier im Euro-US-Dollar. Und solange wir unter 1,1335 in etwa bleiben, würde ich hier erstmal vorsichtig mir das Ganze, auch wenn es jetzt grün eingezeichnet ist, aber ich würde es mir, ich mache mal nochmal einen roten Pfeil daneben, zack. Ja, ich würde mir hier unterhalb wirklich erstmal die Abwärtsseite anschauen wollen. Wie gesagt, das Ziel jetzt etwas konservativer gewählt, 12,30, durchaus natürlich denkbar, dass wir in Richtung 1,12 auch rutschen. Aber ich würde hier, wie gesagt, immer konservativ arbeiten, Ziele konservativ wählen. Da hat man oft viel, viel bessere Karten, als wenn man hier wirklich versucht, auf das Maximum dieser Ranges zu setzen, dass der Markt das dann im Endeffekt erreicht. Und das Ähnliche gilt jetzt hier für die Aufwärtsseite. Wenn wir wieder über 13,35 laufen, klassisch seitwärts, dann wäre es denkbar, und dann zeichnen wir mal mit hellgrün jetzt hier oben. Wir hatten ja hier auch schon mal, das war glaube ich so die 75, ja, was hier so ein, Moment, das ist nicht richtig, die 1,14 war das. 1,14 habe ich das hier noch irgendwo stehen.
Habe ich nicht mehr stehen, aber es war, wir messen das mal kurz, Moment, das war hier oben der Bereich um die Marke 1,1410. Den Bereich würde ich dann für die kommende Handelswoche dann als durchaus Long-Ziel nochmal annehmen. Ja, wir hatten ja, wie gesagt, 1,1305 hier für die Aufwärtsseite so als, oder für die Abwärtsseite als richtungsentscheidend. Gehen wir darüber, dann wäre es wieder denkbar, die Aufwärtsseite zu handeln und hier in den Bereich 1410. Auch nicht in Richtung 1430, wieder etwas konservativerer, aber wenn wir so im Bereich 1340, 1345 vielleicht reinkommen für die Aufwärtsseite, sogar noch an dem Bereich 1350, ja, das wäre dann auch noch denkbar in den Bereich 1410, dann haben wir so 50, 60 Ticks für die Aufwärtsseite zum Handeln und das wäre dann durchaus auch wieder realistisch, dass der Markt das eben ganz like Seitwärtsbewegung natürlich dann auf der Aufwärtsseite wieder abarbeitet und so versuchen wir in diesen Seitwärtsschwüngen immer mal so ein bisschen, wenn wir nach oben laufen, die Aufwärtsseite zu handeln und ganz simpel, wenn wir nach unten laufen, die Abwärtsseite zu handeln. Das hat eigentlich sich ganz gut bewährt in den letzten Monaten, immer diese kleineren Bewegungen mitzunehmen. Und wie gesagt, auch sehr häufig sogar dann eben mit entsprechenden Take-Profits in den Zielbereichen. Ja, vergangene Handelswoche hat das auch ganz gut funktioniert und in den letzten Wochen grundsätzlich auch ganz gut. Aber seid hier vorsichtig auf jeden Fall im Euro-US-Dollar, denn der Markt ist nach wie vor choppy und seitwärts tendierend unterwegs. Wir gehen mal aufs Gold, denn Gold hat mir eigentlich in der letzten Handelswoche hier nicht großartig einen Gefallen getan, denn die Seite, die ich eigentlich sehen wollte, hat ja so gut wie nie den Einsatz bekommen quasi, denn ich hatte ja hier gesagt, 13,05, das ist eben der richtungsentscheidende Bereich für die vergangene Handelswoche. Also alles darunter, primär für die Abwärtsseite und das war auch eigentlich das, was ich favorisiert hatte, dass der Markt hier Schwäche sieht. Warum? Weil wir hier eben schon mal Schwäche gesehen haben. Wir sind zwar übergeordnet nach wie vor aufwärts tendierend, sind aber aktuell in einer Konsolidierungsphase, die sich hier durchaus, und das steht aktuell nach wie vor erstmal das Bild, allerdings mit ein bisschen mehr Vorsicht als in der vergangenen Handelswoche, wir haben jetzt quasi zu diesem grünen Pfeil den ersten Schwung der Konsolidierung gesehen. Dann sind wir jetzt hier quasi, wer sich so mit ABC-Bewegungen auskennt, ja, dann kann man hier sagen, okay, das ist hier A, ja, dann sind wir jetzt hier aufwärts in so einem B-Schwung, ja, und dann sollte hier idealerweise auf der Abwärtsseite nochmal so ein C kommen, ja, Moment, zeichne ich auch nochmal ein, das ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, aber das wäre so mein Kerngedanke, den ich eigentlich verfolge, den ich auch in der vergangenen Handelswoche schon verfolgt habe, nur dass er nicht zum Einsatz kam, weil wir nicht nennenswert unter den richtungsentscheidenden Bereich gerutscht sind. Der bleibt für die kommende Handelswoche bestehen, 13,05. Und wenn wir die 13,05 dann nachhaltig nach unten durchschreiten, sich im Endeffekt Trigger ergeben, da schauen wir auch gleich drauf, dann wäre es für mich interessant, dann in Richtung C zu handeln, also auf einen Schwung nochmal nach unten. Man kann hier konservativ mit dem 82er Bereich arbeiten, beziehungsweise, dass man sagt, okay, eigentlich geht diese C-Welle dann immer nochmal so ein kleines Stück tiefer. Wir haben hier unten nochmal so ein paar Tiefpunkte, die gerne nochmal nach unten durchstoßen werden könnten, um dann den übergeordneten Trend wieder aufzunehmen. Das heißt jetzt nicht sofort, dass wir unten sofort aggressiv long handeln, aber wenn wir dann Tendenzen sehen, die sich wieder entspannen, der Markt geht wieder aufwärts, dann wären wir hier relativ zügig dann auch auf der Aufwärtsseite mit dabei. Sprich, 13,05 bleibt richtungsentscheidend. Oberhalb kann auch sein, dass dieses ABC nicht stattfindet, sondern dass wir im Endeffekt hier direkt weiter nach oben laufen. Und das müssen wir, das hatte ich in der vergangenen Handelswoche nicht auf dem Schirm, aber wir müssen diesen Punkt auch so ein wenig mit in die Gedanken mit einfließen lassen. Ja, ich habe es zwar analysiert, aber ich habe es im Endeffekt diese Long-Seite nicht gehandelt, weil es mir einfach grundsätzlich absolut nicht gefallen hat. Ja, und das werden wir uns jetzt nochmal anschauen. Das sollte man eigentlich so ein bisschen wenigstens mit auf dem Schirm haben und mit in den Gedanken haben. Ich schiebe das Bild mal so ein kleines bisschen zusammen. Moment. So, und schieb nochmal so ein bisschen das ran, um jetzt hier die ganzen Bereiche einzuzeichnen. Also, 13,05 bleibt für mich der richtungsentscheidende Bereich. Moment, das machen wir ein wenig kleiner. So, also das hier, diese Zone ist für mich richtungsentscheidend. Wenn der Markt jetzt darüber bleibt, dann ist natürlich auch alles weiter aufwärts tendierend. Selbst diese B-Welle kann sich noch ein Stück weiter nach oben bewegen. Ja, wenn wir mal mit ABC auf diesem ABC-Gebiet bleiben. Also es ist natürlich hier durchaus denkbar, dass wir hier weiter gen Norden laufen, dann eben aktuell dieses, wie wir uns hier bewegen, weiter fortsetzen und dass dann vielleicht irgendwann Schwäche reinkommt. Diese Schwäche sollte sich aber, wie gesagt, eigentlich unter
die 13.05 bewegen, denn das ist das von mir Favorisierte, dass wir dann hier unten schauen, dass der Markt sich idealerweise zum einen in Richtung 12.82 bewegt, beziehungsweise dann wenigstens hier nochmal unter diese Tiefs, das ist so die 75, die 77 Pi mal Daumen, sowas um die Kante, ja, dass wir hier im Prinzip dann nochmal wenigstens in diesen Bereich laufen. Das wären so meine Ziele, meine realistischen Ziele. Und schaut mal, man kann jetzt hier auch relativ schön eigentlich so eine Trendlinie zeichnen, die auch in etwa mit diesem 13.05er Bereich einhergeht. Sollten wir doch nochmal weiter nach oben laufen, dann kann es sein, dass sich dieser, der jetzt aktuell 13.05er Bereich, dass sich das dann vielleicht sogar ein wenig nach oben schiebt, dass wir dann sagen, okay, wenn jetzt doch nochmal 2, 3, 4 Tage auf der Long-Seite stattfinden und dann der Markt anfängt hier dann auf der Unterseite irgendwie zu bröckeln, ja, das ist dann sogar schon den 14er Bereich, dass das mein Triggerbereich wird, um dann hier oben vielleicht sogar schon etwas eher auf die Abwärtsseite zu setzen. Aktuell allerdings 13.05, ja, sprich, wenn der jetzt hier runter geht, wird es interessant für die Abwärtsseite. Alles darüber erstmal vorsichtig weiter long, mal schauen, vielleicht gehe ich auch die Long-Seite mal ein, mit dem Gedanken, dass wir noch einfach in die nächsten Widerstandszonen reinlaufen könnten. Ja, bin hier allerdings erstmal noch nicht so ganz weiterhin von der Aufwärtsseite überzeugt, sondern würde ganz gerne halt nochmal wenigstens einen Schwung auf der Abwärtsseite sehen, um dann vielleicht in den nächsten 1-2 Wochen dann eben den übergeordneten, dann für mich auch wirklich nachhaltigeren Schwung auf der Aufwärtsseite zu sehen. Müssen wir mal gucken, kann sein, dass wir dann bedingt durch, es müssen ja erstmal ein paar Punkte passieren, um überhaupt die Abwärtsseite zu handeln. Es kann sein, dass es dann in der nächsten Handelswoche erstmal wieder gar kein Abwärtstrade gibt. Und vielleicht, was ich in dieser Handelswoche nicht gemacht habe, doch nochmal vorsichtig auch der ein oder andere Aufwärtstrade kommt, mit dem Gedanken, dass wir eben vielleicht doch erstmal noch weiter gen Norden laufen. Allerdings wird das konservativ passieren, bedeutet konservativere Einstiege und gegebenenfalls auch die Positionsgröße etwas nach unten genommen, weil mir einfach das Bild nach wie vor nicht so hundertprozentig klappt, so wie ich mir es eigentlich vorstelle, wie es eigentlich für mich passieren sollte. Das die Gedanken DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold. Ich hoffe, ihr könntet oder konntet den ein oder anderen Gedanken mitnehmen. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Freue mich natürlich auch, wenn ihr in der kommenden Handelswoche entsprechend in den Livestreams DAX Long oder Short, US Opening Bell, DAX Long oder Short um 8.50 Uhr, US Opening Bell um 14.45 Uhr in der kommenden Handelswoche noch jeden Tag Livestreams, wo ich teilweise live trade, wo ich meine Gedanken täglich anpasse an den Markt und wir schauen, okay, heute Long, heute Short, dort sind wichtige Bereiche, die sich eventuell verschieben und so weiter. All das besprechen wir dort live. Ihr habt auch live die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im Nachhinein Fragen könnt ihr unter den Videos stellen. Also ein sehr, sehr schöner Service hier, den die JFD Bank, es ist ja nicht mehr JFD Brokers, sondern JFD euch hier zur Verfügung stellt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. In diesem Sinne euch Good Trades und Mega Trading und nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.